hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von unserem Auswärtsspiel beim SC Verl. Platz genommen haben Cheftrainer Sreto Ristić und Julian Eitschberger. Beide freuen sich auf die Fragen der MZ. Ja, hallo erstmal. Herr Ristić, es gab jetzt 2 Siege in Folge zum ersten Mal in dieser Saison, also was die Liga angeht. Inwiefern ist das jetzt spürbar gewesen in den letzten Tagen? Also haben die Jungs ein anderes Selbstvertrauen? Ist die Brust auf dem Trainingsplatz breiter als vorher? Wir haben gestern erst mal trainiert, aber es ist schon so, dass Siege einfach einem gut tun und das merkt man schon. Ohne zu sagen, dass wir jetzt irgendwie groß betroffen waren, wo wir jetzt nicht die Spiele für uns gezogen haben. Wir haben immer versucht, die Leistung zu beurteilen und die war überwiegend gut, nur die Ergebnisse waren nicht da und jetzt freuen wir uns einfach, ja, dass wir uns belohnt haben. Wie sind die personellen Rückmeldungen so gewesen nach dem Spiel am Sonntag? Also AG hat ja ein bisschen Probleme mit den Muskeln, Nita, aber er sitzt jetzt sehr munter hier, von daher gehe ich aus, dass da nichts weiter ist. Wie sieht es bei Jonas Niedfeld aus? Die waren beide gestern auf dem Platz und jetzt keine gravierenden Probleme. Ich denke, dass die auch uns zur Verfügung stehen werden. Ansonsten der Rest auch weiterhin fit, abgesehen von den bekannten Verletzungen. Ja, der Erich Berko laboriert immer noch mit seinem Oberschenkel. Wir hoffen, dass es natürlich funktioniert. Und sonst haben wir Andor Bolicki, der nicht mit der Mannschaft trainiert und nach wie vor weg und die langsam verletzt. Jetzt geht's gegen Verl. In den Spielen mit Verler Beteiligung fallen die meisten Tore der Liga. In den Spielen mit eurer Beteiligung die zweitmeisten. Wird es ein offensives Spektakel mit offenem Visier auf beiden Seiten oder was kann man da erwarten? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, wie Sie sagen, dass Verl die beste Offensive darstellt, dass sie wirklich bei sich geblieben sind, dass sie ein Spiel durchgezogen haben, auch dann am Anfangs, in der Anfangsphase, wo es nicht so lief, haben sie weiterhin ihr Ding durchgezogen und jetzt auch, glaube ich, 6 Spiele nicht mehr verloren und wirklich in der Offensive sehr gut sind, spielen auch die meisten Pässe, haben den größten Ballbesitz oder den längsten und wir unterscheiden uns aber dann doch ein bisschen in der Spielweise. Auch wir sind in der Lage, Tore zu schießen. Und trotzdem haben wir ein Auswärtsspiel, das wir sehr ernst nehmen und werden jetzt nicht auf die Statistiken großartig Wert legen, sondern eben versuchen, auch unser Spiel da durchzubringen. Sie haben gerade schon angesprochen, Verl hat die beste Offensive der Liga. Ihre Mannschaft leider die schwächste Defensive, statistisch gesehen zumindest. Geht man da an so ein Spiel irgendwie ein bisschen anders heran dann nochmal? Ja, anders, wir können nicht großartig anders an das Spiel rangehen. Wir haben nun mal das, was wir zur Verfügung haben, an Spielermaterial erstmal. Sonst glaube ich, auch wir sollten nicht abrücken von dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Jetzt ist es auch noch in Punkte umgemünzt worden und ich hoffe, dass auch dann Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit wieder da ist und wir weiterhin ja, unseren Trend verfolgen und auch hoffe natürlich auch mit dem Punkt nach Hause zu kommen. Ihr sitzt mit Julian Eitschberger 2 Meter neben Ihnen, einer der jüngsten Spieler im Kader. Wie sehen Sie seine Entwicklung in den vergangenen Wochen? Ja, sehr, sehr und sehr gut. Ich meine, ich habe den IG, glaube ich, weiß es jetzt nicht, das vorletzte oder letzte Heimspiel oder drittletzte kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich den, glaube ich, nach 20, 30 Minuten ausgewechselt und alle haben sich gefragt, warum und weshalb. Also ich erkenne schon seine Entwicklung und sehe, wann er in der Lage ist, die Leistung, die er auch im Training zeigt, auf den Platz zu bringen. Und meine Aufgabe ist auch dann zu helfen, wenn es nicht so ist. Der Junge muss jetzt nicht sich verbrennen oder irgendwelche großartigen Fehler machen, damit wir da alle sehen, jetzt gehört er raus. Das ist meine Aufgabe. Und wir haben eine klare Kommunikation und ich glaube, das ist auch ein richtiger Weg oder ein richtiger Schritt gewesen für ihn, hierher zu kommen, um Spielpraxis auf einem anderen Level zu haben, wie in der jetzt Regionalliga. Es ist eine super gute Entwicklung. Ich hoffe, dass er, und das, davon bin ich überzeugt, dass er einfach bei sich bleibt, dass er cool bleibt, dass er weiterhin auf seine fußballische Fähigkeit vertrauen kann und wird, aber auch nicht nachlässt, was Mentalität und eine Bereitschaft, Bissigkeit an sich arbeiten zu wollen und sich permanent zu verbessern, das ist seine größte Stärke und das ist etwas, was auch uns gut tun, weil der ein oder andere junge Spieler kann das einfach abschauen und ja, bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit Aichi. Ja, dann würde ich mal direkt zu dir kommen, Julian. Der Trainer hat gerade schon von allein das Spiel gegen Regensburg angesprochen, wo er dich nach, ich glaube, 32 Minuten waren es, ausgewechselt hat. Wie war das für dich und wie waren auch so die 1-2 Tage danach? Es ist ja
dann immer sehr ungünstig für einen Spieler, auch wenn man so viel rausgenommen wird, wenn es nicht mit Verletzungen zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht gut ins Spiel reingekommen, hatte meine Aktion nicht so gemacht, wie ich sonst mache. Und dann war halt die Folge, dass ich rausgenommen wurde. Aber der Trainer hat es mir dann gut erklärt, ist mit mir sachlich geblieben und hat es mir im 1:1 auch im Gespräch gesagt, wie und was war. Und das habe ich so angenommen und habe die nächsten Tage dann einfach weiter trainiert und dann einfach das gemacht, was ich immer mache und einfach dran geblieben. Dass sich das nicht umgeworfen hat, hat man ja jetzt am vergangenen Wochenende vor allem auch eindrucksvoll sehen können mit einem richtig guten Spiel gegen Köln und auch mit deinem ersten Profitor. Glückwunsch dazu erstmal noch. Schön. Und man hat sich danach so erzählt, beziehungsweise sollst du erzählt haben, dass du dich beim Torjubel, bei dem Rutschen auf den Knien ein bisschen dir die Krämpfe geholt haben sollst. Stimmt das? Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass ich mich sehr gefreut habe über das Tor. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich, mein erstes Profitor. Und dann habe ich mich halt leider beim Knierutscher, dann kamen die Krämpfe. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, weiß man im Nachhinein besser. Ich meine, im Endeffekt ist alles gut gegangen, aber trotzdem gewonnen. Gab es da den einen oder anderen Spruch von den Kollegen danach in der Kabine? Zu den Krämpfen jetzt nicht. Eher zum Glück zum Tor lieber. Eher zu den Krämpfen nicht. Wie viele Nachrichten gab es aus deiner Heimat danach? Ja, von der Familie natürlich viele. Von den Freunden, von denen, die gerne mich verfolgen und auf jeden Fall viel Positives. Freut mich natürlich sehr. Der Trainer hat ja jetzt gerade schon eine gute Entwicklung attestiert. Wie siehst du selbst so deine Zeit bisher hier in Halle und die Schritte, die du machst? Auf jeden Fall denke ich, dass es der richtige Schritt war, hier meine Spielpraxis zu sammeln, wie der Trainer schon gesagt hat. Und natürlich mit Höhen und Tiefen, was glaube ich dazu gehört, wenn man ein junger Spieler ist und jetzt mit einem guten Spiel vielleicht gekrönt, aber halt auch meine Tiefen gehabt, was nicht schlimm ist, weil man daraus lernt und das Ziel dabei. Wie sind so die Rückmeldungen aus Berlin von der Hertha? Man kommuniziert ein wenig, aber jetzt noch nicht zu intensiv, weil ich mich hier drauf fokussiere und alles Weitere sehen wir dann. Wie schaust du jetzt auf das Spiel gegen Fair voraus? Ich meine, mit 31, 32 Toren die beste Offensive der Liga, das kriegt man ja natürlich schon mit als Spieler. Was glaubst du, worauf müsst ihr euch da einstellen, beziehungsweise was müsst ihr machen, damit es funktioniert? Ich sage, auf die Statistiken gucke ich nicht so doll, sondern von Spiel zu Spiel gucken wir, auch als Team, als Kette. Haben uns jetzt wahrscheinlich nicht so mit den Statistiken befasst, aber gehen das Spiel wie jedes andere an. Und alles Weitere sehen wir dann. Hast du dir schon überlegt, für das mögliche nächste Tor, was dann vielleicht in dieser Saison noch folgt, wie du dann jubelst? Ja, ich weiß. Verletzungsfrei? Ja, auf jeden Fall kein Knierutscher. Auf jeden Fall. Ich war jetzt glücklich, dass ich mal überhaupt wieder ein Tor gemacht habe. Und wenn es kommt, dann kommt es. Und dann mache ich auf keinen Fall einen Knierutscher wieder. Können Sie da ein paar Tipps geben, Herr Ristic, als ehemaliger Stürmer, der öfter Tore geschossen hat? Ja, wir können das üben, dann wird es auch besser. Aber wichtig wäre, dass er mal wieder torgefährlich wird und Tore macht. Das andere können wir schon verkraften. Okay, danke. Gibt es vom Fanradio auch Fragen? Geht ohne Mikrofon. Nee, bitte mit Mikrofon. Ja, hallo Fanradio. Eine Frage an den Trainer. Wir haben ja gesehen, Halimi ist jetzt mittlerweile doch im Training schon ganz ordentlich dabei. Und hat ja dann auch den Zweipass mit Aicha sehr gute Vorlage gegeben. Wie schätzt der Trainer ein, wie weit ist er jetzt eigentlich in seiner Entwicklung? Wir wissen, nach einer langen Zeit der Verletzung, wie sieht es momentan aus? Kann er etwas länger spielen? Wie wird jetzt die Sache gegen Ferl aussehen? Wir werden es von oben beobachten, aber das wäre so mal die Frage, wie es da aussieht. Mit dem speziell beim Halimi. Genau. Ja, Beza hat jetzt nach dem Spiel auch ein bisschen Leistenprobleme wieder gehabt. Nicht jetzt von dem Spiel, sondern einfach, der war ja fast 10 Wochen weg und dürfte dann auch sofort mit der Mannschaft trainieren. Und bis jetzt hat er wenig Pausen gehabt, auch Pokalspiel hat er durchgespielt und dann summiert sich das. Meistens lebt man dann erstmal von der Frische, aber dann erwischt es einen mit der Müdigkeit und dann die Belastung summiert sich, sodass wir da ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben jetzt gesehen mit Hugo oder auch mit Skenderovic, was es bedeutet, wenn die sofort spielen müssen. Auf der Position haben wir schon doch durchaus Alternativen, dass wir ihm auch
die nötige Zeit geben. Wir sind froh, dass er jetzt dabei ist und dass er kurz in dem Spiel auch aufblitzen konnte, was er drauf hat. Und das ist mit Sicherheit ein Spieler, auf den wir zählen und in der Zukunft auf jeden Fall zählen. Nur der muss einfach fit sein, der muss einfach dann sich messen lassen, seine Leistung da eben abrufen zu können. Aktuell ist er mit Sicherheit Option, im Kader zu sein, aber ob das für den Anfang an reicht, das glaube ich nicht. Vielleicht noch eine etwas leicht provokante Frage, aber auch spaßige Art. Wie ist eigentlich der Gesundheitszustand des Trainers? Weil, also entweder wir brauchen immer ein Tor, damit wir dann eventuell gewinnen hinten raus, beziehungsweise wir erleben ja es von Spieltag zu Spieltag, dass wir ja immer einen Herzkasper bis zur allerletzten Minute, wenn es die 100. ist. Aber es geht dem Trainer eigentlich gut, oder? Kommt er damit, also wir als Zuschauer, also wir so viele Herztabletten können wir gar nicht nehmen. Ja, ich habe da wahrscheinlich etwa einen anderen Blick oder einen Winkel zum Spiel. Ich bin da sehr vertieft und dann sehe ich oft eigentlich nur die Anlage oder ahne, was eventuell passieren kann, was wir verbessern können oder was wir unbedingt verändern müssen, sodass ich wenig Zeit da mit Emotionen dabei sein kann. Aber auch ich lerne, damit umzugehen, das ist schon klar. Aber ich habe mir diesen Beruf ausgesucht mit allem, was ich habe, aus tiefster Überzeugung. Und das gehört dazu und es macht mir nach wie vor Spaß. Also danke der Nachfrage, mir geht es eigentlich ganz gut. Okay, dann können wir als Fanradio, wir werden es am Samstag beobachten, nur wünschen, jetzt sage ich es nochmal lustig, also dann geht dann Ferl 1-0 in Führung und wir gehen mit 2-1 um sicher vom Platz. Könnte man so unterschreiben. Das Letztere ist super, aber wir können auch anders. Aichi hat es bewiesen, wenn er es nochmal hinkriegt, dann der Jubel ist ja gewiss. Sehr gut, dann sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr in der Sportclub-Arena in Ferl.